Hallo, du wundervolle Anhäufung an Sternenstaub. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mindful Muse. Für alle, die neu sind, mein Name ist Lisa und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist. Wir wollen uns gemeinsam Mars anschauen und ich freue mich da mega drauf, weil Mars ist ganz anders als alles, was wir uns bis jetzt angeschaut haben. Also Venus, Merkur, Aszendent, Sonne, das sind alles neutrale Positionen bzw. wohltuende. Und Mars ist ein Malefic Planet, also übersetzt ist das auch böse. Böse finde ich jetzt so ein bisschen übertrieben. Aber Mars ist einfach in der Mythologie der Kriegsgott. Und wenn wir das jetzt auf uns übersetzen, dann ist es unsere Willenskraft. Es ist der Krieger in uns, unsere Kämpfernatur. Wenn wir uns jetzt das gesamte Horoskop anschauen, dann geht es eigentlich im Grunde immer darum, dass die Mission des Sonnenzeichens ausgeführt wird. Und alle anderen Planeten sind eben dazu da, um diese Verwirklichung zu unterstützen. Mars initiiert und beschützt den Prozess. Das ist eine ganz rohe und intensive Energie. Es ist dieser Instinkt und dieser Trieb in uns, eben erfolgreich zu sein, am Leben zu bleiben. Auch so ein bisschen das maskuline Ideal in uns. Also diese Energie, diese Antriebskraft, dieses Feuer, dieser Impuls in uns, immer wieder aufzustehen, weiterzumachen, weiterzukämpfen. Also auch so ein bisschen der Aktivitätsgrad, unser Temperament. Es ist auch die Art und Weise, wie wir uns im Wettbewerb verhalten, wie wir mit Konkurrenz umgehen, Herausforderungen begegnen, mit Wut von anderen umgehen. Diese ganzen feurigen Emotionen und Gefühle, die entweder in uns aufkommen oder eben von anderen auf uns zukommen. Es geht wirklich extrem um diesen Trieb in uns und das hat natürlich auch mit unserem Sexdrive zu tun. Ja, was erregt uns? Was turnt uns an? Was verführt uns? Welches Verlangen in uns zwingt uns in die Knie? Die Frage bei Mars ist wirklich, wie nutzt du diese Energie? Bist du bewusst über diesen Drive in dir? Ja, also wie gesagt, es ist keine positive Platzierung. Es ist etwas, das kontrolliert werden will, das erkannt werden will, gesehen werden will und dann konstruktiv und produktiv eingesetzt werden will, weil es kann extrem destruktiv werden, ja? Und wenn diese wallenden Energien in dir aufkommen, blockierst du dich oder nutzt du den Impuls, um dir zu holen, was du willst? Bevor es jetzt aber wirklich juicy wird und wir in die einzelnen Mars-Positionen einsteigen, hier nochmal kurz Werbung im eigenen Sinne. Ich würde mich total freuen, wenn du diesem Kanal ein Abo hinterlassen würdest. Das bringt mich unglaublich weiter und hilft mir einfach, meine Message der Astrologie weiter mit euch zu teilen und einfach noch mehr Menschen zu erreichen. Hinterlass dem Video gerne ein Like und einen Kommentar, das hilft dem Algorithmus. Und ansonsten hinterlasse ich dir auch noch einen Link unten in der Beschreibung zu meiner Website. Da kannst du dich für meinen Newsletter anmelden und dir auch noch ein gratis Astro-Cheat-Sheet sichern. Und ich arbeite nämlich gerade auch an meinem ersten Online-Kurs und Leute, der wird der Wahnsinn. Also falls du da auf dem Laufenden gehalten werden willst, Early-Bird-Preise, Discounts und so weiter, andere Astro-Infos, trag dich ein in den Newsletter. Und ohne weiteres Blabla, lass uns jetzt einsteigen in deine Mars-Position. Der feurige Planet Mars in einem feurigen Zeichen wie Schütze, der auch noch von Jupiter regiert wird, das ist so bäm, mega groß, mega viel, mega intensiv. Mars ist hier extrem unabhängig, extrem neugierig, er will sich erfahren, er will wachsen, er will sich erweitern, es ist sehr aktiv, ja, es geht ums Reisen, ums Horizont zu erweitern, ums Erforschen. Du bist immer auf der Suche nach etwas Neuem, etwas, was dir den Adrenalinkick geben kann. In jedem Feuerzeichen will Mars auch irgendwo der Held sein. Auf gar keinen Fall unwichtig sein. Irgendeine Art von Bedeutung haben. Und das macht dich natürlich extrem optimistisch. Ja, Jupiter ist ja auch der Planet der Hoffnung. Und um ein Held zu sein, musst du auch optimistisch sein. Du musst dich einfach immer wieder ausdehnen, auch bereit sein, ein Risiko einzugehen und wirklich zu kämpfen. Eben sich nicht von Pessimismus oder Realismus runterziehen zu lassen. So, dann kannst du nicht unwichtig werden. Dann hast du eine Bedeutung in dieser Welt. Jeder Mars hat natürlich aber auch eine Schattenseite und hier ist es einfach so, dass du extrem viele Interessen hast. Du findest alles irgendwie spannend und aufregend und interessant und deswegen wirst du auch schnell abgelenkt. Also du hast so die Main-Character-Energie, aber es fällt dir nicht so leicht, den Fokus zu halten und dich wirklich auf eine Sache zu konzentrieren. Also es ist extrem hilfreich, wenn du einen Mentor oder ein Team hinter dir stehen hast, das dir einfach hilft, dieses Ziel im Blick zu behalten und da wirklich so Schritt für Schritt weiterzugehen. Wenn es nämlich irgendwie langweilig wird oder so ein Hauch von Alltag kommt, dann tendierst du manchmal dazu, zu so einem Escape-Artist zu werden und dich so rauszuwinden aus den Situationen und dich da irgendwie zu befreien, um eben wieder dieses Abenteuer zu erleben.
um dich zu spüren. Da ist einfach dieser unersättliche Drang in dir und der lässt dich dann einfach sehr impulsiv handeln. Das ist manchmal so wie so ein Blitz und dann bauch, reagierst du. Und im besten Fall reagierst du mit einem Fokus und du weißt, was dein Ziel ist. Und du kannst diesen Energiepush channeln, ja, dann bist du nämlich hierhin, dahin, bam, 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 überall zur gleichen Zeit. Und mit Jupiter und dieser Feuerenergie kannst du in unglaublich kurzer Zeit extrem viel erreichen. Wahrscheinlich am allermeisten von den Mars-Positionen im Zodiac. Also das Geheimnis, um diese Superpower auch wirklich so produktiv zu nutzen, ist, dass du ein Ziel anvisierst und dann Leute auf dem Weg mitnimmst, die eben im Hintergrund für dich so ein bisschen den Plan machen, ja? Damit du eben halt nicht vom Weg abkommst. Du bist das einzige Tierkreiszeichen, was schon eine Waffe in der Symbolik, in der Abbildung hat, ja? Pfeil und Bogen. Anvisieren, zielen, los geht's. Es ist dieser Laserfokus, der sich auf ein Langzeitziel konzentriert. Ja? Alles, was man sich vorstellen kann, kann man auch erreichen, zumindest aus deiner Perspektive. Alles, was Neuland für dich ist, was ungewiss und unerforscht ist, das erregt dich. Und das bezieht sich eben auch auf Intimität und Sexleben. Also du bist da sehr abenteuerlustig, ja? Du hast Bock, Neues auszuprobieren. Du magst es einfach, deine Optionen offen zu halten und fühlt sich einfach sehr hingezogen von Menschen, die auch ein Ziel vor Augen haben, die interessant sind, weil sie irgendwie anders sind, weil sie irgendwas an sich haben, was du noch nicht kennst. Also oftmals ist es vielleicht sogar so, dass du PartnerInnen wählst, die aus anderen Ländern sind oder aus anderen Kulturen, die dir eben dabei helfen, deine Horizonte zu erweitern. Trotzdem ist es so, dass du jetzt keine Person bist, die unbedingt tiefe Verbindungen eingeht. Ja? Also wenn es sehr, sehr eng wird, dann bist du eher raus, weil so eine Verbindung kommt auch immer mit Verantwortung und vielleicht sogar Einschränkung und die kann dich am Ende dann noch davon abhalten, dass du eben deiner Abenteuerlust folgen kannst und dass du eben frei bist. Ganz klar immer Abenteuer über Liebe. Wenn Dinge zu ernst werden, dann bist du raus. Und das ist oftmals vielleicht auch eher deshalb, weil du denkst, wenn du dich öffnest für eine tiefe Verbindung, dann könntest du verletzt werden. Dich auf so eine Art und Weise zu öffnen und damit auch angreifbar zu sein, das macht dir Angst und das ist überfordernd. Für dich geht es um Spaß und Freiheit und so eine tiefe spirituelle Verbindung mit jemandem, nee, die Welt ist groß und du willst sie erforschen und dir alles offen halten. Du bist einfach sehr lebensfroh und witzig und unterhaltsam und mitreißend. Du hast auch einfach immer so was Aufmunterndes an dir und du kannst dich für alles interessieren. Es kann total unterschiedlich sein, ja? Also vielleicht nutzt du eher intellektuelle Dinge, um dich zu stimulieren, sei es irgendwie Philosophien, irgendwas Neues lernen, irgendwas studieren oder es ist irgendwas Aktives, du gehst viel reisen, irgendwas, was dir einfach eine gute Zeit beschert. Du bist einfach sehr, sehr leidenschaftlich. Ja? Feuer und Feuer, das ist Leidenschaft pur. Die ist extrem erhöht hier. Und wenn du für irgendwas brennst, dann kannst du darüber labern und labern und labern und immer mehr. Und du nimmst deine Ansichten und Weltanschauungen auf jeden Fall sehr, sehr ernst. Ja? Du bist keine ernste Person, aber es ist wichtig für dich. Für dich hat alles einen höheren Sinn und eine besondere Bedeutung. Trotzdem hat alles so eine gewisse Leichtigkeit. Ja? Also du hast gar keinen Bock auf Streit und Aggressionen und Wut und Drama und sonst irgendwas. Du willst ja leben, du willst erforschen, du willst lernen. Und da hast du gar keine Lust drauf, dass irgendwie so eine Negativität von den anderen Leuten auf dich kommt. Trotzdem, wo man dich so ein bisschen feurig sehen kann, ist auf jeden Fall in Diskussionsrunden. Weil wenn dir was wichtig ist und du das verteidigst, dann kann es auf jeden Fall hitzig werden, ja, mit deinen Argumenten und so. Trotzdem ist es so, dass du die Person an sich nie wirklich angreifen willst oder verletzen willst. Es geht eher um das Thema, ja. Du bist einfach Feuer und Flamme dafür und deswegen wirst du auch lauter und intensiver und alle sitzen ein bisschen, es ist doch so und so und so und so. Aber du suchst nicht den Streit. Das Einzige, was dich wirklich sauer macht, ist, wenn jemand deine Ansicht und deine Perspektive wirklich niedermacht, ja. Weil dann denkst du dir so, who the hell are you to talk like that with me? Weil du bist ehrlich und direkt, aber du greifst die Person nicht an. Es geht eher darum, zu diskutieren und was zu lernen auch von dem anderen. Du wirst nicht laut wegen der Person, du wirst laut, weil das Thema einfach dich mitreißt und einfach diese Emotionen in dir auslöst. Deine Schattenseite ist so ein bisschen die Angst davor, unwichtig zu sein. Das haben generell die Mars-Feuer-Platzierungen. Und im schlechtesten Fall kann es dich dazu bringen, dass du extrem übertreibst ständig. Ja, dass du irgendwie ins Angeben kommst. Oh, ich war schon hier, ich habe das schon gemacht, ich habe auf diesem Berg geschlafen, ich habe
das und das getan, mit dieser Person gegessen, die Nummer von dem und dem bekommen, ist das einfach so großkotzig. Und auch das kann Menschen einfach so ein bisschen abschrecken. So wie deine Ehrlichkeit und deine Direktheit einfach. Es ist so, viele Menschen können dir einfach nicht so krass folgen. Nicht jeder denkt gleich, nicht jeder hat die gleichen Ansichten, nicht jeder hat die gleichen Erfahrungen und Möglichkeiten. Und das ist einfach etwas, was du dir bewusst machen darfst. Mars in Schütze ist sehr mutig, das ist sehr zielstrebig, das möchte wachsen, das möchte erforschen, das möchte lernen. Und diesen Drang, den haben nicht alle in sich. Das ist auch voll okay, das musst du nur irgendwie akzeptieren. Und ich meine, irgendwo interessiert es dich auch immer, weil du bist einfach an Menschen interessiert. Du willst wissen, was sie antreibt, wie sie leben, warum sie ihre Entscheidungen treffen. Das fasziniert dich, in den Kontakt mit neuen Personen zu kommen. Das erinnert dich daran, wie groß die Welt ist und wie viele Möglichkeiten es gibt und was du noch alles machen kannst. Also versuch wirklich, dich in diese positive, wunderschöne Seite von diesem Schützenmars reinzulehnen, weil damit kannst du wirklich ganz, ganz weit kommen. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, deine Mars-Position so ein bisschen mehr zu reflektieren und mehr zu verstehen. Und vielleicht kannst du ja so ein paar Dinge mit in deinen Alltag nehmen. Mars ist so eine vitale, kraftvolle Energie, die wir in unserem Leben zur Verfügung haben. Und wenn wir die bewusst einsetzen können, ich meine, wie geil ist das bitte? Und deswegen liebe ich auch die Astrologie so sehr, weil es einfach so ein wertvolles Geschenk ist, wenn wir eben bewusst in unserem Leben mit diesen Einflüssen umgehen. Ich würde mich auch unglaublich freuen, wenn du deine Mars-Energie jetzt dafür nutzt, mir vielleicht noch ein Abo für den Kanal zu geben, dieses Video zu liken und vielleicht sogar deine eigene Erfahrung mit mir in den Kommentaren zu teilen. Das ist mega schön und es hilft mir einfach unglaublich, die Astrologie weiter in die Welt hinauszutragen und noch mehr Menschen damit zu erreichen. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, bleibe frei, lebe wild, folge deinen Träumen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Namaste.